Servus zusammen, ich mal wieder. Ich verbringe jetzt noch ein paar Minuten hier auf dem Parkplatz beim Aldi in Altdorf, warte auf meinen Junior und möchte die Gelegenheit nutzen, euch erstens mal was zu erzählen zu dem THC K1. Das hatte ich jetzt längere Zeit im Test und ja, also kurzes Fazit dazu. Die Schnitthaltigkeit ist einfach geil. Ich habe das Ding in der letzten Zeit nicht geschont. Ich hatte Holz damit geschnitzt, hier und da batoniert. Macht alles problemlos mit, gar keine Frage. Feathersticks gehen super, gar keine Frage. Alltagsaufgaben wie hier und da mal Obst, Gemüse schneiden, Brötchen aufschneiden ist natürlich auch kein Problem. Handlage ist geil. Alles in allem ein wahnsinnig gutes Messer, bis auf den abgerundeten Klingenrücken. Ich kann den nach wie vor einfach nicht abhaben und verstehe es nicht, warum man ein Messer so verschandeln muss. Man sieht mich ja nur zur Hälfte, aber macht nichts. Alles gut. So, also das THC K1 ist ein tolles Messer, mir allerdings als EDC zu groß, deswegen kann es auch wieder gehen. Und ich möchte euch im selben Atemzug oder im selben Video jetzt etwas näher vorstellen, das ich schon so oft gezeigt habe, aber nie vorgestellt, nämlich mein geliebtes Swiss Tool. Das Ding ist nun wirklich absolutes EDC. Ich verlasse nicht mal das Schlafzimmer, ohne dass das Teil bei mir ist. Ist halt so. Ich liebe dieses Ding einfach abgöttisch. Ich hatte schon mehrere andere Tools in Gebrauch, unter anderem auch das Leatherman Wave. Ich hatte auch schon das Leatherman Thai Charge. Alles gute Tools, aber ich bin da drauf hängen geblieben. Das Ding ist einfach geil. Aber jetzt erstmal zu den Grundfunktionen. Schwärmen kann ich davon in anderen Videos noch. So, erstens mal hier Zentimetermaß. Sieht man hier, glaube ich, ganz deutlich beim Victorinox Logo. Das Ganze geht bis auf etwa 23 cm. Auf der anderen Seite haben wir ein Inch-Tool, also auch ein Längenmaß, allerdings in Zoll angegeben. Da gehen wir bis 9 Zoll in etwa. Also steht zumindest 9 Zoll noch drauf. Von daher alles gut, glaube ich mal einfach. So, hier einmal Metallfeile, wie man sieht, schon ziemlich gut gebraucht. Ich benutze dieses Ding halt wirklich als Werkzeug. Dann haben wir hier noch einen kleinen Schlitzschraubendreher. Das müsste der 3 mm sein. Dann Kreuzschlitz, natürlich auch arretierbar. Größe 1 bis 2 Phillips. Macht auch einen guten Job, wurde ja auch schon oft genug benutzt. So, dann hier die Stechahle, auch häufig benutzt, dementsprechend auch schon ein paar kleinere Blessuren, auch schon mal nachgeschliffen, aber das bleibt halt nun mal nicht aus, wenn man ein Werkzeug eben benutzt. So, dann haben wir hier noch einmal die Wellenschliffklinge. Dieses ist ein Zeichen dafür, dass es ein älteres Tool ist. Ich meine, das hier wäre aus der Modellreihe 2005 bis 2010, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt dieses Swiss Tool mittlerweile auch mit einer Brötchenklinge. Da haben wir zwar auch Wellenschliff drauf, aber eher so in Richtung Sheepfoot, beziehungsweise vorne komplett flach, ohne Spitze. Die Klinge ist geil. Die benutze ich nun doch recht häufig. Das Nachschärfen ist nicht ganz einfach. Da habe ich mir dann so kleine Diamantfeilen vom Norma geholt als Rundfeile. Gibt es mit austauschbaren Griffen. Finde ich ganz gut. Und die macht einen guten Job. So, dann die Holzsäge. Wie man sieht, ist die auch schon fleißig benutzt worden. Die nehme ich im Übrigen auch ganz gerne, wenn ich mein Huntsman nicht dabei habe, um einen Feuerstahl anzureißen. Funktioniert tipptopp, also
Da habe ich gar keine Bedenken, vor allen Dingen, da die auch arretiert. Super stabil das Ganze, auf Druck und Zug, also sehr schneidfreudig. Das Ding kann in Frischholz und auch in trockenem Holz verwendet werden. Finde ich geil, das Ding. So, dann haben wir hier einen Dosenöffner, wie man den ja auch kennt. Das Ganze auch kombiniert mit dem kleinen Flachschlitz. Das müsste 4 mm sein oder 3 mm, 4 mm. Dann war der andere wohl der 2 mm, den ich eben gezeigt habe. So, dann haben wir hier den Dosenöffner. Flaschenöffner natürlich. Ach. Flaschenöffner kombiniert mit einem Flachschlitzschraubendreher. Und irgendwie soll das ein Drahtabisolierer sein. Habe ich noch nie benutzt, den Drahtabisolierer. Ich habe mit Drähten nicht viel zu tun. Ja, noch was schneller, Kollege. Da ist der Sprit wohl nicht teuer genug. Naja, egal. Hat alles seine Funktion, auch schon oft genug genutzt. Auch wirklich als Flachschlitzschraubendreher. So, dann haben wir hier einen kleinen Holzmeißel. Steht drauf, 7 mm Holzmeißel. Glaube ich den, auch schon oft genug benutzt. Hier und da auch mal zum Hebeln. Welche Funktion diesen beiden kleinen Kerben hier haben sollen? Gute Frage. Ich denke mal irgendwie eine Art Weichdrahtschneider. Jedenfalls ist es in der Produktbeschreibung so angegeben. Weichdrahtschneider ist auf jeden Fall innen drin scharf. Könnte ich mir also ganz gut dafür vorstellen. Arretiert natürlich auch. Alles top. Dann haben wir hier ein reines Hebelwerkzeug. Wird als Kistenöffner angepriesen. Und ja, mit dem Ding kann man hebeln. Habe ich alles schon ausprobiert. Hier und da mal eine kleine Obstkiste gehebelt. Wenn ich die auseinandernehmen wollte für Brennholz, was weiß ich. Funktioniert auch tadellos. Dann haben wir hier noch einmal die glatte Klinge. Selbe Länge wie die andere auch, nur halt eben ohne Wellenschliff. Steht auch drauf, Victorinox Switzerland Stainless. Ein super geiles Teil. Kann ein bisschen was, vor allen Dingen Stahl müsste hier auch wieder der 1,4034 sein oder 1,4110. Da schwanken die Angaben. Also entweder ein 420er ISI oder 440A. Nichtsdestotrotz, gute Wärmebehandlung, lässt sich ruckzuck scharf schleifen, hält die Schärfe auch einigermaßen gut. Natürlich nicht so gut wie jetzt ein, ich sag mal, hochgehärteter Stahl, D2, CPM, 3V, whatever, oder S30V, wie die klingen bei einigen Leatherman-Modellen, ist natürlich deutlich schnitthaltiger. Die hier bekomme ich aber super schnell wieder scharf. Und die macht ihren Job. So, und dann natürlich noch die Zange. Hier mit Hartdrahtschneider, also wirklich tolles Teil. Hat auch einen super Grip, ist dünn genug, um auch hier und da mal feinere Aufgaben zu erledigen. Hat aber auch richtig Biss, beziehungsweise damit kann ich richtig gut zupacken. Natürlich ist es keine vollwertige Kombizange. Also eine Kombizange, die nur diesen einen Zweck hat, ist natürlich um Längen effektiver, was das Zupacken und Festhalten angeht. Aber als Kombinationstool ist dieses Swiss-Tool für mich einfach Gold wert. Also dieses Ding hat mir schon mehr als einmal den Arsch gerettet, wenn ich mal kein adäquates Werkzeug zur Hand hatte. Und lebenslange Garantie durch Victorinox auf Fabrikationsfehler. Man kann das Ding zum Service schicken, wenn mal irgendwas nicht passt. Ich hatte ein Ersatzmodell, da war hier oben der Schieber von der Verriegelung los. Da ist das Ganze durch den Victorinox Store in Köln einmal versendet worden. Ich bin ja ab und zu mal in Köln und dank Andreas, dem damaligen Filialleiter da, war das kein Thema. Das wurde auch versandkostenfrei durch Victorinox nach Waldshut geschickt, von da aus dann in die Schweiz. Da wurde das Ganze repariert und dieses Ersatztool hat mein Junior dann bekommen. Der benutzt es zwar noch nicht wirklich, aber er hat schon mal eins. So, das Ganze hat mich damals, ich glaube, 16 € gekostet.
inklusive Servicegebühr, inklusive allem drum und dran, wenn irgendwelche Tools mal abbrechen. Ihr könnt die ersetzen lassen. Das ist dann ein Garantiefall und Garantiefälle sind bis auf Versandkosten komplett kostenfrei. Also das ist ein Service, den Victorinox anbietet, den leider auch viele ausnutzen, den ich aber auch ganz gerne in Anspruch genommen habe, wenn mir mal ein Tool kaputt gegangen ist. Mir ist auch schon mal die Klinge von einem 108 mm Victorinox abgebrochen, kommt vor und wurde alles über die Service, über das Service Center, über Garantie abgewickelt. Das hat mich wirklich nichts gekostet. Ich habe es auch damals wieder über den Victorinox Store am Wallraffplatz Köln einschicken lassen und so hatte ich nicht mal Versandkosten und die haben mich benachrichtigt, wenn ich das Tool abholen konnte, wenn ich meine anderen Messer abholen konnte. Also der Service von Victorinox ist da echt unvergleichlich gut. So, so wie ich von dem Teil geschwärmt habe, brauche ich glaube ich nicht zu sagen, dass ich natürlich unbedingt eine Kaufempfehlung dafür ausspreche. Das Ding ist schwer, wiegt wirklich 300 Gramm. Das ist nicht leicht, aber das ist ein Tool, das hat man einmal fürs Leben, wenn man es nicht gerade verliert. Ansonsten ist das Teil einfach saugeil. Ich habe damit bei einem Landwirt, dem ich auch geholfen hatte, einen Weidezaun neu zu spannen, wie oft Stacheldraht mitgeschnitten. Da haben andere Tools versagt. Bei einem Leatherman ist mir tatsächlich eine von diesen Wechselklingen abgebrochen. In dem Moment war das Teil natürlich da nicht mehr zu gebrauchen. Soll kein Bashing sein, kann auch ein Einzelfall sein, ich weiß es nicht, ist aber passiert. Nach Hause gefahren, hier der Teil geholt und das hat den ganzen Tag alles mitgemacht, was es soll. Auch Stacheldraht ist damit jetzt kein Thema. Ich habe da keine Schäden irgendwie hier an den Backen, die den Draht durchtrennen. Einfach geil, das Ding. Aber gut, wie gesagt, es ist natürlich nicht günstig. Wenn man es im Aftermarket mal kriegt, liegen die so bei 80, 90 Euro, wenn es günstig ist. Neupreis liegt so zwischen 130 bis mittlerweile, ich glaube, knapp 170 Euro. Inklusive Cordura oder Lederetui, da gibt es auch verschiedene Varianten. Dann gibt es auch noch Erweiterungssätze dafür, wie zum Beispiel ein Korkenzieher, der mit eingeführt werden kann. Brauche ich eher selten. Ist halt immer so, ich bin kein großer Weintrinker. Jedenfalls nicht mehr. War mal eine Zeit lang anders. Knoten aufmachen kann ich dann auch mit dem Huntsman. Also das Ding ist wirklich eher ein mitnehmbarer Werkzeugkasten für mich. Dazu gibt es auch noch diverse Bitsätze, diverse Ratschen, Schrauben, Schlüssel, auch so kleine Schraubwinkel, in die man dann die Bitsätze einpassen kann. Da gibt es auch verschiedene Taschen für, entweder mit oder ohne diesen Bitsatz, mit oder ohne Ratsche. Also da gibt es echt zahllose Möglichkeiten. Ich finde jedenfalls dieses Victorinox Twist-Tool in der Basisausstattung einfach nur geil. Und ihr werdet es natürlich noch öfter sehen, allein wenn ich irgendwelche Klingenlängen nachmessen muss oder sonstiges. Ich finde es geil. Natürlich schon fast eine Glaubensfrage. Swiss-Tool oder Leatherman? Ich stehe auf das Swiss-Tool und kann es euch echt nur ans Herz legen. So, mein Junior ist gerade angekommen, deswegen mache ich hier jetzt mal Schluss und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Tschüss!